Jo, servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute wollen wir darüber reden, was in PacyBits 20 neu dazugekommen ist, also im Vergleich zu PacyBits 19. Im Hintergrund ziehen wir hier gerade eine schöne PacyBits-Icon. Xavi müsste das sein. Ja man, Xavi, welche Version? Easy, wir haben ihn doppelt, wir können die SBC machen. Ehrenvoll. Einfach Xavi im Pack. Man gönnt ihn sich ja nicht sonst immer. Ich sollte, glaube ich, immer aufnehmen, wenn ich Packs ziehe. Dann kommen wir jetzt aber zum eigentlichen Teil des Videos. Und zwar von den neuen Sachen hier. Bei MyClub ist eigentlich nichts Neues dazugekommen. Hier oben sind immer noch MyCards und die Duplikate, wo wir jetzt auch Xavi haben. Schmeckt. Sonst ist hier halt das Profil und so. Da könnt ihr aktuell, glaube ich, noch hacken und euch einfach das All-Star-Nominee-Wappen wählen, obwohl es noch gar keinen All-Star-Nominee gibt. Und das behaltet ihr dann auch, wenn einer kommt. Schon sind das meine Wappen bis jetzt. Es sind noch nicht ganz so viele, aber es ist ja auch nicht großartig was dazugekommen. Deswegen lassen wir das hier aus und gehen zum Singleplayer. Hier ist sogar ein neues Feld schon mal. Mit Daily Objectives and Weekly Objectives. Da muss man dann, entweder hat man eine Woche Zeit oder halt einen Tag Zeit, um hier verschiedene Aufgaben zu machen. Hier habe ich jetzt gar nichts gemacht zum Beispiel. Aber das werde ich wahrscheinlich noch machen. Dann gibt es beim Draft gibt's eine Erneuerung. Da müssen wir jetzt erstmal einen Draft machen. Das lasse ich jetzt auch einfach im Video drin. Da könnt ihr mal schön sehen, wie ich hier Drafts baue. Der Draft-Baugott bin ich nämlich. Man kennt ihn. Hier Krillic noch. Ich warte jetzt vielleicht. Ich glaube eher, dass ich irgendwas auswähle. Einfach so high-rated oder so. Hier haben wir sogar irgendwas an Chemie gekriegt durch Zufall. Ja, genau. Hier der Part Perfekt habe ich gesehen. Ja, der ist gut. Hier Full La Liga, Bundesliga, nehmen wir noch ein bisschen hier mit. Zack. Warte, kann ich schon finishen? Nein, fuck. Ja, passt, so. Ich glaube, nach dem könnten wir finishen. Nee, können wir immer noch nicht, perfekt. Ja, jetzt sind wir aber fertig. Dann kann ich es euch endlich zeigen. Und zwar hier, dies ist die Draft League. Da bin ich aktuell in der dritten oder vierten. Bin Öster auf Lucky. Und ja, da kriegt man auf jeden Fall immer gute Sachen und so, würde ich empfehlen. Das habe ich jetzt perfekt gemacht, weil aus dem Screen kommt man nicht mehr raus. Da muss ich das kurz beenden. Jetzt habt ihr alle mein Hintergrundbild gesehen, nämlich Thomas Müller auf Ehre. Muss man natürlich machen. Und ja, das haben wir dann abgeschlossen. Hier gibt es immer noch die Gratis-Packs, wo wir gerade das Gratis-Battle-Pack gemacht haben. Und jetzt kommen wir schon hier zum Pack-Ding. Die Lightning-Round gibt es natürlich immer noch. Hier der Premium-Pick ist neu dazugekommen. Beziehungsweise allgemein Player-Picks sind dazugekommen. Die natürlich ziemlich nice sind. Da werden wir jetzt auch ein paar öffnen. Habe ich mir extra ein bisschen aufgehoben für das Video. Wir ziehen hier noch eine Icon. Frankreich immer gut. ZDM okay, nicht ganz so gut. Petit. Okay, Petit nehme ich mit. Ganz gut eigentlich. Ja, wir nehmen jetzt, hier habe ich ein paar Picks, Player Picks aufgehoben. Die werden wir jetzt ziehen. Oh, sogar Coutinho nehmen wir mit. Bayern-Fan bin ich ja. Huch. Augsburg gegen Bayern. Ich verlief nicht ganz so toll. Huch. Sag ich jetzt eher nichts dazu. Egal, wir öffnen einfach die Packs.
Ja, Premium oder Elite, was ist besser? Ja, hier, Premium. Oh, Inform, nice. Inform oder Alison, aber ich nehme lieber den Inform. Weil Special Card und so. Und was ziehen wir hier noch? Icon Ferdinand! Easy, Alter, alle geklappt. Was für Bots. Komm, gönn noch mal, gönn noch mal. Ja, na was, Fliegenfänger. Ja, na, dann scheißen wir auf die Dane. Ich nehme Eriksen, hab Bock auf den. Okay, ist ja egal. Das ist ja auf jeden Fall auch ein neuer Teil, die Player Picks. Und jetzt geht's schon zum Online. Da gibt es immer noch Online-Draft und Versus und aktuell auch Versus Tournament. Tournament, genau. Danke, Maxim. Mein Freund ist nämlich gerade hier in meiner PlayStation Party und er sagt es immer. Nice. Tournament natürlich. Das ist auch alt eigentlich. Was Neues ist hier bei Trading. Man kann zwar immer noch seine Message hier anpassen. Warte, ich habe jetzt den OP-Hack. Follow. Und YouTube. Jetzt wollte ich safe 500 Abonnenten kriegen. Scheiße, man muss. Warte, geht das so? Ey! Da mache ich es halt so. Nee. YouTube. In natürlich. Ey! Hey, warum geht das nicht? Ja, das geht, oder? Warte, ich probiere es so. Sub. In nicht on, Mann, ey. Ey, ich kann nicht schreiben, Entschuldigung. Sub on YouTube. So. Sie hassen mich. Egal, mache ich irgendwann. Was neu ist, da funktioniert der OP-Hack wohl nicht. Was neu ist, sind die Filter hier, wo man halt anpassen kann, was man will. Und die Wishlist vor allem, die ist, finde ich, sehr gut, weil im Trade kann man das dann vom Gegner, warte, nicht vom Gegner, halt vom Trade-Partner, ich zeige es euch kurz, kann man die richtig gut lesen. Hier. Ja, er hat Xavi jetzt zum Beispiel. Ich könnte ihn jetzt einfach so reinsetzen. Aber ich wollte ihn nicht geben, weil ich den selber brauche. Ich will aber mal wissen, wie viel der mir geben würde. Ich verlange mal 10 Millionen, weil Xavi hat irgendwie nicht jeder. Er quittet hoffentlich direkt, weil ich habe keinen Bock auf 10 Millionen jetzt von ihm. Ja, moin, 3 Millionen, tschüss. Das ist auf jeden Fall neu. Das Video war jetzt leicht cringe, aber mein Freund war auch in der Party, deswegen. Das ist seine Schuld nämlich. Ja, ich würde sagen, das war's schon. Lasst ein Like da, falls ihr mal meinen Freund hören wollt. Vielleicht mache ich mit dem mal ein FIFA-Video. Der hat auch FIFA. Ich tippe ja auch die ganze Zeit mit einem Stift rum. Vielleicht fuckt es euch ab. Ich hoffe es jedenfalls. Lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da und ciao.